So, wie führe ich das Carolina Rig? Wenn sie passiv sind, schleifen. Wenn sie aktiv sind, schlagen. Hier scheiden sich die Geister. Ich glaube, man kann es machen, wie man will. Um die Chancen zu erhöhen, möglichst viel zu fangen, empfehle ich einen Mix. Gerade am Anfang, wenn man den Angelkalk startet, dann würde ich mit einem Mix beginnen, um zu schauen, auf was sprechen sie an. Darum schleifen, schlagen, schlagen, schleifen, schleifen, schlagen, dann ab. Ich probiere es mal mit einem kleinen Shrimp. Auch gut funktioniert. Mal schauen, was geht.